Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon Opening. Bald sind Pre-Release, aber davor öffnen wir noch die Mastiffius VX Collection. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst es, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt die Mastiffius VX Collection. Ja, schauen wir rein. Aber es schaut lustig aus, Handy. Es ist ein Wotzi. Ein Wotzi von Mastiffius. Da haben wir gleich die Entwicklung mit dabei. Weil, könnten sie hergehen, dass man vielleicht die im Bulk verwenden muss aus die Sets, weißt du, ich meine? Nein, sie knallen es rein. Dass man noch eine Karte mehr sammeln muss. Zumachen? Ja, ja. Hey, tun wir sonst wieder nur weh. Das Sanitäter, wir haben einen Bluter. So. No. Da so. Will was nicht rauskommen. So, wir haben einmal Mastiffioso in der Oversize. Und irgendwann kommen Energien und Trainer und dann gehen die durch die Decken. Rechte Seite, linke Seite? Ich nehme links Fusion Strike. Da kann Alternative Gengar drin sein. Booster nämlich. Schau, ja, wir haben einen Fusionsangriff. Wahnsinn. Mew EX, da haben urgeile Karten drinnen. Mhm. Dann haben wir da noch das Mastiffioso EX. Leider sehr viel rausrotiert schon, aber trotzdem. Egal. Und da in Code für euch. In Code, genau. Mhm. Fusion Strike ist cool, du hast Paradox Rift. Vor allem, ich muss überhaupt sagen, ich finde, wir haben zweimal Paradox Rift. Sehr starkes Set. Entwicklung, weil der geht. Aber muss ich sagen. Geht Enigmara, Special Illustration, ja, nehme ich mit aus ich dem Set. Ich muss trotzdem sagen, Paradox Rift ist wirklich ein gutes Set zurzeit. Mhm. Also, auch das wenn die Display- und Sealpreise nicht so steigen, aber die Single ist extrem. Ich meine, die Box gibt es schon länger am Markt, weil es ist auch letzte Woche, habt ihr es gesehen, oder beim letzten Video habt ihr es gesehen, die Affiti X Collection, die ist ja mit den neuen Zeiten, ja, genau. Schon. So. Energy. Es sind in Paradox Rift sehr gute Trainerkarten. Einfach normale, stinknormale Trainerkarten. Die 1-2 Euro gehen mehr als Double Rares. So. Da Beispiel. Nein, aber leider nicht, die nicht. Ne? Aber. Leider nicht. Gravums, aber auch, wie gesagt, der schlechte. Ist ja leider auch nicht einer für die guten. Gelatropper, Kleber, oh, sieht schlecht. Und ein Eisenhals. War damals der Anfang so mit den Zukunfts- und Vergangenheits-Pokémon. Stimmt, Fusion Strike war ja damals der Battle VIP Pass, oder? Kleber ist aber auch cool, kann man spielen. Ja, es sind alle spielstark. Technische Maschinen auch, aber es sind halt eher so, die man halt nicht so oft spielt, eh suchbar sind. Das Müll-Pokémon. Oh, Gierspenst. Schlichter Tulia. Ja, ja. Können wir besten Slot haben. Adrina. Die Bonidox. Okay. Sieper. Und. Keine Hits. Keine Hits. Dafür gönnt die. Hast was? Wie wär's, da kannst du das Gengar drin haben. Das Gengar. Das war hart. Das war, ja. Oder das, das Illustration, oder sage ich das Mew. Das ist auch cooles Artwork. So, Geosali. Es ist Krokel. Krokel. Es ist so cool, ich war nicht mehr. Tanzer. Krokel. Merit. Da ist doch Wasser. Leider Psychoan. Locroco. Dann Pilippa. Dann Tartignis. Ein Capuno. Come on. Traumagil. Müssen wir doch einen Hit haben. Oh ja, es muss Fusion Strike ballern. Wahnsinn. Gibt es doch nicht das Ding, Special Illustration Rare Mew? Und es gibt keine Illustration. Das wird es gegessen da. Hat es auch nicht gegeben. Es hat halt, ja, Ultra Rares Ding. Es war noch komplett auch keine Illustration Rare, noch gar nichts gegeben. Okay, da ist der Code einmal verkehrt rum. Ist das ein Zeichen? Schwarzer Code, ja. Vier Karten sind es. Vier Karten war damals der Karten, ja. Boah, die Energie, wie die noch alt. Das ist richtig OG. Das ist OG, ja. Heftig. Legios. Vintage Opening. Vintage. Ist auch noch altes Stamp und so zum Teil. Und eh spielt man gar nicht mehr. Eh spielt man nicht, ja. Farbigel. Kanivana. Da! Der wäre so stark damals! Insane guter Hit, also in Reverse VIP Kampfpass wäre damals eine 5 bis 10 Euro Karte gewesen. Ja. Zur Glanzzeit. Extrem und guter Hit, ja. Gönn das letzte Booster. Boah! Jetzt hast du schon gleich. Jetzt habe ich schon das Gengar gesehen, jetzt habe ich schon die Farben gesehen, aber sehr geiler Hit. Skelebra Remax. Das ist kein teurer Hit, aber von der Seltenheit her schon nicht Remax schlecht. Remax ist stark, ja. Not bad. Er hat das Gengar gesehen. Ich habe jetzt wirklich kurz gehört, ich glaube, das Gengar ist da drin. What the fuck? Aber wir haben einen Hit aus einem alten Booster, ist schön. Ist mega stark. Gesagt, leider, wie Bekampfpass in Reverse, damals wirklich eine der Haupt-Main-Karten. Einfach, ihr müsst. Die Karte ist normal, gesagt, ist halt draußen, du, alleine. Du kannst zwei Basis-Pokémon auf deine Bank legen. Ich meine, die kannst du nur den ersten Zug verwenden, ja. Aber jeder hat so diese Karte gespielt. Ein Staple in jedem Deck, unglaublich. Ja.
Und jetzt leider rausradiert. Dafür spielen wir jetzt dicke Freunde Knups, dafür ist das jetzt so am Steigen. Richtig. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Okay.